Herzlich willkommen zu unserem vierten Modul, wo wir uns mit Zeitreihenanalysen beschäftigen werden, also mit dem Wandel bzw. wie man den Wandel mit Satellitendaten sichtbar machen kann. Damit starten wir auch schon direkt in den ersten Wissensbaustein und werden uns beschäftigen mit, was ist überhaupt eine Zeitreihe? Auf jeden Fall werden wir uns jetzt zusammen einmal nochmal anschauen, was Zeitreihen sind und was dann auch mögliche Herausforderungen bei Zeitreihen in Bezug auf Satellitendaten sein können. Wir werden uns zusammen den Landveränderungsdienst als Tool anschauen, den man zur Veränderungsanalyse nutzen kann und mit euch zusammen ein Zeitraffer-GIF erstellen. Aber zuerst mal zur Frage, was ist überhaupt eine Zeitreihe? Wir haben so ein bisschen überlegt, wie man das kurz und knapp sagen kann und wir sind dann im Team auf den Satz gekommen, eine Zeitreihe zeigt, was war, was ist und was möglicherweise sein wird. Das heißt, eine Zeitreihe basiert eben auf wiederholten Beobachtungen und lässt dadurch den Wandel über die Zeit erkennen und dadurch dann auch analysieren. Nicht zuletzt kann man dann eben auch anhand dieser Zeitreihe Prognosen für die Zukunft treffen. Um das Ganze jetzt so ein bisschen in den Kontext von Satellitendaten zu bringen, würde ich einmal wieder an euch übergeben und euch die offene Frage stellen, welche zeitlichen Veränderungen man mit Satellitendaten erkennen kann. Vielleicht habt ihr schon konkrete Ideen, was man vielleicht eben betrachten kann über die Zeit, wenn man Satellitendaten benutzt. Ich sehe schon, dass ihr ganz viele verschiedene Ideen auch habt. Es geht auf jeden Fall einmal in die Richtung Landnutzungsveränderungen mit allem, was dazugehört. Dann eher so Klima mit Eisschmelze, Wetter. Dann auch noch den großen Bereich Wasser und Forst, Stadtentwicklung, Vegetation und auch Mahlzeitpunkte. Das passt sehr gut, da werden wir nämlich nachher auch kurz ein Beispiel zu haben. Ich habe auch mal überlegt, was man sich so anschauen könnte und natürlich, das wird uns allen ein Begriff sein, weil es so das Beispiel ist, wenn es um Umweltveränderungen oder anthropogene Umweltveränderungen geht, ist natürlich der Aralsee, der eben seit den 1960er Jahren ziemlich stark schrumpft. Ich habe mir hier jetzt mal drei Landsat-Aufnahmen rausgesucht, die ganz gut den Wandel über die Zeit erkennen lassen. Das sind jetzt drei Zeitpunkte, eben von 1985, von 2005 und von diesem Jahr, also von 2021. Und man sieht den sehr starken und auffallenden Wandel bzw. das Schrumpfen des Sees. Was man hier jetzt allerdings nicht sieht, ist natürlich das, was dazwischen passiert. Deswegen habe ich auch mal dieses kurze Video von der NASA eingefügt, wo man wirklich seit 2000 von jedem Jahr ein Bild genommen hat. Und da sieht man jetzt ganz schön das Zusammenschrumpfen des Sees. Man sieht jetzt aber auch im Jahr 2010 beispielsweise, dass auch wieder etwas mehr Wasser in dem See ist. Das heißt, das, was wir jetzt gerade in den drei Zeitpunkten gesehen haben, kann man natürlich noch viel genauer betrachten, wenn man sich jedes Jahr ein Bild anschaut. Also diese kurzzeitige Veränderung im Jahr 2010, wo auf einmal wieder mehr Wasser geführt worden ist, haben wir in unserem vorherigen Vergleich gar nicht gesehen. Das heißt, man muss sich immer Gedanken machen, in welchem Zeitraum man Analysen machen muss, damit man eben auch diese Veränderungen zwischen der Zeit beachten kann. Ein anderes Beispiel ist die Tesla Gigafactory, die hier in Berlin-Brandenburg gebaut wird. Hier sehen wir auch ganz schön seit Baufortschritt die starke Veränderung und auch dann eben die Abholzung, die nötig ist, um das Gelände freizulegen. Also man sieht, 2019 sieht man noch nicht so viel und dann auf einmal geht es los und das Baugrundstück wird stetig erweitert. Ein Beispiel, was uns wahrscheinlich auch noch allen in Erinnerung ist, ist die Flutkatastrophe im Ahrtal von Juli diesen Jahres. Das ist jetzt ein Beispiel aus Maischoss, aus der Eifel. Hier habe ich jetzt mal zwei Aufnahmen rausgesucht von Sentinel-2. Also das ist eine Aufnahme von vor der Überflutung und das hier ist nach der Überflutung. Und man sieht eben sehr deutlich die krassen Unterschiede zwischen vor und nach der Überflutung. Ein anderes Beispiel, wenn man so drüber nachdenkt, was so an Veränderungen stattfinden, da fällt einem natürlich auch sehr schnell das Waldsterben ein. Also hier sehen wir jetzt Waldschäden im Harz und man sieht auch hier ganz klar die Veränderungen von 2017 bis 2021, wie viel Fläche sich verändert und wie viel Waldfläche verloren geht.
Um das nochmal so ein bisschen theoretischer zu machen, wenn man sich eine Zeitreihe in der Fernerkundung anschauen möchte, sollte man sich drei Fragen vorher stellen. Zum einen, von wann bis wann meine Zeitreihe gehen soll, also für welchen Zeitraum meine Zeitreihe benötigt wird. Das kann ein Monat sein, ein Jahr, 5 Jahre, eine Dekade oder sogar noch länger. Dann sollte ich mich fragen, wie oft, also die zeitlichen Abstände, in denen Aufnahmen notwendig sind. Brauche ich stündlich Werte oder täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder reicht sogar ein noch größerer Abstand? Und ich muss mir Gedanken machen über den Aufnahmezeitpunkt, also den Zeitpunkt, an dem Aufnahmen verfügbar sein müssen. Das kann zum Beispiel saisonal sein, es kann eventorientiert sein, ad hoc, wenn es ein ungeplantes Ereignis ist, oder es kann auch keine Einschränkungen haben. Um das jetzt mal so ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich einmal eine Tabelle eingefügt anhand unserer 4 Beispiele, die wir uns gerade angeschaut haben. Wenn wir uns das Beispiel Aralsib zuerst mal anschauen, dann ist eben bei Dauer und Frequenz wichtig, dass wir hier wenige Bilder, aber über einen sehr langen Zeitraum haben, weil die Veränderung eben schon seit langer Zeit, also seit circa den 1960er Jahren stattfindet. Das heißt, hier ist es am besten, wenn ich jährliche Bilder habe, aber über einen möglichst langen Zeitraum. Da bietet es sich eben an, das hatte ich ja auch drin als Aufnahmen, dass man Landsat-Aufnahmen nimmt, einfach weil die noch sehr weit oder schon sehr weit in die Vergangenheit zurückreichen. Und wenn ich mir über den Aufnahmezeitpunkt Gedanken mache, ist es da natürlich wichtig, ich habe saisonale Bilder, das heißt, es muss immer der gleiche Zeitpunkt im Jahr sein, damit ich nicht einmal das Sommer- und einmal das Winterhalbjahr miteinander vergleiche, sondern zum Beispiel immer Aufnahmen aus dem Monat August miteinander vergleiche. Bei dem Tesla-Werk ist es so, dass ich dadurch, dass ich den Baufortschritt analysieren möchte, im besten Fall wöchentlich Bilder habe, also ganz, ganz viele Bilder, aber über einen kurzen Zeitraum, einfach weil der Baubeginn natürlich noch nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückreicht. Und beim Aufnahmezeitpunkt ist das eben ein eventorientierter Aufnahmezeitpunkt. Das heißt, ich muss mich nach dem Baufortschritt beziehungsweise auch dem Baubeginn eben richten. Bei der Flut im Ahrtal bei dem Beispiel ist es ein Ad-hoc-Event. Das heißt, ich brauche Aufnahmen von kurz vor und von kurz nach dem Ereignis. Und danach richtet sich natürlich auch mein Aufnahmezeitpunkt. Bei den Waldschäden im Harz ist es so, dass es ähnlich ist wie beim Aralsee. Das heißt, ich brauche wenige Bilder, aber über einen möglichst langen Zeitraum, damit ich eben die Veränderungen über die Jahre erkennen kann. Das heißt, ich brauche jährliche Bilder. Beim Aufnahmezeitpunkt ist das aber ein bisschen anders als beim Aralsee eventuell, weil ich hier Fichten habe, die immer grün sind. Das heißt, ich habe keine Einschränkung. Allerdings muss man sich hier eben je nach Fragestellung und dann auch je nach Vegetation beispielsweise natürlich danach richten, wann der passende Aufnahmezeitpunkt für meine Fragestellung ist. Wenn ich mir Zeitreihen anschaue, dann habe ich verschiedene Komponenten, die so eine Zeitreihenanalyse beinhaltet. Also ich habe ganz oben natürlich meine Beobachtung und aus der kann ich jetzt verschiedene Komponenten ablesen. Also ich habe zum einen einen Trend, den man natürlich auch schon sehr klar in der Beobachtung erkennt. Also ich habe hier in dem Beispiel jetzt einen ansteigenden Trend. Ich habe aber auch sowas wie saisonale Schwankungen. Das kann eben beispielsweise eine jahreszeitliche Schwankung sein, die jedes Jahr immer wieder auftritt. Und ich habe natürlich in meiner Beobachtung auch Zufallsschwankungen, die nicht vorhersehbar sind und eben auch nicht prognostizierbar. Ich möchte euch jetzt im Folgenden gerne ein paar Beispiele zeigen und dann werden die Begriffe auch nochmal aufgegriffen und nochmal an dem Beispiel gezeigt. Zum einen, wir hatten ja auch gerade, glaube ich, schon auf der Folie stehen Wetterfragezeichen. Also was man natürlich ganz gut auch mit Satellitendaten über die Zeit beobachten kann, ist die globale Erwärmung. Nochmal so als Key Facts, 2020 war eben das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn und es war damit 0,6 Grad Celsius wärmer als der Zeitraum von 1981 bis 2010. Diese Abbildung hier auf der Folie ist vom Copernicus Klimawandeldienst. Das sind Daten, die generiert worden sind aus, ich glaube, über 30 Satellitenmissionen. Man sieht ganz gut, in welchen Regionen es wärmer wird. Und das sind leider ziemlich viele. Das sind eben genau diese Temperaturdifferenzen von 2020 verglichen mit dem Zeitraum, den ich eben genannt habe. Die Folgen werden uns wahrscheinlich auch allen bewusst sein. Es kommt natürlich infolgedessen zur Gletscherschmelze und damit auch zum Meeresspiegelanstieg. Dann irgendwann natürlich auch zu einer Verschiebung der Klimazonen und dadurch dann auch zu einer Umweltflucht. Das Ganze kann ich mir jetzt natürlich nicht nur auf einer Karte anschauen, sondern kann mir auch die Zeitreihe anschauen, die dahinter steckt.
hier erkenne ich eben zum einen auf einen Blick den Trend, also den ansteigenden Trend. Ich erkenne aber auch ganz klar, dass es sowas gibt wie Zufallsschwankungen, also eben Jahre, die mal wärmer oder mal kühler sind als die vorherigen oder nachfolgenden. Ein anderes Beispiel ist das arktische Meereis. Also auch hier sind Satellitenbeobachtungen seit 1979 ein ganz wichtiger Bestandteil des Monitorings. Man erkennt eben auf den Satellitendaten ganz klar eine starke Abnahme der Meereisbedeckung in den letzten Jahrzehnten. Und berechnet als Zahl sind es eben 3,5 Millionen Quadratkilometer an Eis, die seit 1979, seit der ersten Satellitenbeobachtung geschmolzen sind. Hier auf der Aufnahme oder auf der Karte, die von der ESA ist, sehen wir eben ganz schön die Meereisausbreitung zum Zeitpunkt August 2020 und damit verglichen in diesem Gelb-Orange-Ton den Mittelwert aus dem Zeitraum 1981 bis 2010. Also man sieht eben sehr deutlich, dass die heutige oder die Ausbreitung 2020 vom Meereis definitiv sehr viel geringer ist als noch vor ein paar Jahrzehnten. Auch hier kann ich mir natürlich die Zeitreihe angucken als Graph, die dahinter liegt. Und auch hier wird jetzt ziemlich schnell deutlich, was ein Trend ist. Und das ist natürlich hier leider ein absteigender Trend. Ich kann mir das Ganze jetzt aber natürlich auch, wie wir das auch beim Aralsee gesehen haben, sehr viel genauer anschauen. Das Video zeigt uns jetzt Karten von jedem Tag von der Eisausbreitung. Also es ist tatsächlich dann eben eine tägliche Beobachtung. Und wir erkennen jetzt, wenn wir uns das ein bisschen länger anschauen, ganz deutlich, dass sich natürlich die Meereisausbreitung auch so ein bisschen nach dem Monat richtet. Also wir sehen jetzt im April, Mai fängt es eben an, dass das Ganze aufbricht und zusammenschmilzt. Und wenn wir eher so Richtung Spätsommer gehen, also jetzt gleich im August, September, sehen wir, dass das Ganze wirklich nur noch einen sehr kleinen Teil einnimmt, also sehr stark zusammengeschmolzen ist. Und das ist eben auch der Grund, dass man September immer so als den Vergleichsmonat nimmt, wenn man sich mehrere Jahre gegenüberstellt und sich anschaut. Wenn man jetzt hier nochmal in die linke Grafik geht, sieht man eben auch nochmal diese saisonale Schwankung, die man jahreszeitbedingt auch in einer Zeitreihe haben kann. Und hier sieht man eben auch nochmal den Tiefpunkt im September. Dann habe ich noch das Beispiel Meeresspiegelanstieg. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Hintergrund. Die Gründe sind eben ganz klar das Abschmelzen der Eisschilde und der Gletscher durch zum einen die Wasserausdehnung durch die Temperaturerhöhung. Wir hatten ja gerade die globale Erwärmung als ein Beispiel. Und der Meeresspiegelanstieg gilt als eine der deutlichsten messbaren Folgen des Klimawandels. Wir haben jetzt hier nochmal ein Beispiel rausgesucht von der TU München und der ESA, wo man den Meeresspiegelanstieg in der Ostsee erkennt. Also je röter, desto mehr Millimeter pro Jahr steigt da das Wasser an. Das Oberflächenwasser in der Ostsee erwärmt sich eben um 1,5 Grad Celsius und damit sind es eben Anstiege von bis zu 6 Millimetern pro Jahr, die da entstehen. Das ist natürlich ein Risiko für die sehr dicht besiedelten Küstenregionen der Welt, also nicht nur an der Ostsee, sondern weltweit. Tatsächlich liefert jetzt seit letztem Jahr auch der Sentinel-6, der eben letztes Jahr gestartet ist, sehr gute Werte, was den Meeresspiegelanstieg angeht. Auch da kann ich mir natürlich jetzt nochmal den Graphen, die Zeitreihe, die dahinter liegt, anschauen. Hier ist jetzt ein Beispiel, das reicht zurück bis 1880. Da gab es natürlich noch keine Satellitendaten. Man erkennt aber, dass es hier ab diesem Zeitpunkt, also circa 1993, auch Satellitendaten in dem Feld gibt, wo man sich dann drauf stützen kann. Und dann noch ein Beispiel etwas lokaler, nämlich das Grünland-Monitoring. Hier auch nochmal so ein paar Key Facts, die ich gerne in den Raum werfen möchte. Also das Grünland beherbergt mehr als 50% oder kann mehr als 50% der Tier- und Pflanzenarten, die in Deutschland vorkommen, beherbergen. Das ist wichtig, weil es eben Wasser speichert, Kohlenstoffe und auch wichtige Nährstoffe und einen großen Schutz vor Erosion bietet. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Probleme, und zwar ist das Grünland gefährdet durch den steigenden Flächenbedarf, vor allem eben durch die steigende Urbanisierung, aber auch durch eine Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft. Und das führt eben zu einer abnehmenden Biodiversität. Mit dem Grünland-Monitoring möchte man jetzt eben das Grünland nachhaltig schützen.
und dadurch dann auch den Naturschutz und die klimagerechte Bewirtschaftung von diesen Flächen verbessern und damit dann eben Nutzung und Veränderung von diesen Flächen erfassen. Und dazu kann man eben ganz gut Satellitendaten nutzen. Zum einen, das wissen wir inzwischen alle, dass die Daten gerade im Copernicus-Programm frei und offen verfügbar sind und eben eine hohe zeitliche und räumliche Auflösung haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Daten bereits vorliegen und natürlich, dass eben eine sehr große Fläche abgedeckt wird dadurch. Ein Beispiel dafür ist das Projekt Copernicus leuchtet grün, was vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW geleitet wird in Verbund mit verschiedenen Partnern, die eben behördliches Monitoring von Grünland mittels Copernicus-Daten machen. Also unter anderem eben auch Sentinel-2-Daten, die wir uns jetzt auch schon öfter angeschaut haben. Das Projekt ist gerade gestartet und wird die nächsten 4 Jahre laufen. Und wir haben jetzt hier ein Beispiel aus dem Projekt, das zeigt 4 Zeitpunkte. Das sind jetzt Sentinel-2-Aufnahmen, mit denen der NDVI berechnet worden ist. Man sieht eben jetzt schon auf einen Blick die Unterschiede, die verschiedenen Felder. Je dunkel-oranger die Fläche ist, desto höher ist der NDVI und je mehr es ins Grün-Blaue geht, desto niedriger ist der NDVI. Und auch hier kann ich mir natürlich jetzt die Zeitreihe anschauen und kann sie vergleichen mit der Wuchshöhe in Zentimetern. Also in Grün sehen wir jetzt eben die Wuchshöhe und in Schwarz den NDVI-Wert. Und die Annahme, die dahinter steckt, ist eben, dass je höher die Wuchshöhe, desto höher der NDVI. Und hier hat man jetzt eben einmal die Daten verglichen und man sieht, dass bei vielen Zeitpunkten, wenn eben der NDVI geringer wird, tatsächlich auch eine Maat stattgefunden hat, was man dann an der Wuchshöhe erkennt. Aber wir sehen auch, dass es hier auf jeden Fall 2 Zeitpunkte gab. Und das sieht man in diesem Beispiel hier oben in der Abbildung sehr gut, dass es natürlich auch da zu Fehlern kommen kann, gerade beispielsweise durch Wolkenbedeckung, wenn wir eben optische Daten nutzen. Hier sieht man eben diese Fläche, das ist natürlich eindeutig eine Wolke. Und wenn die natürlich in dem Bild liegt, dann wird ein sehr niedriger NDVI identifiziert, der nicht auf eine Maat schließen lässt, sondern eben ein Fehler durch Wolkenbedeckung ist. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Was wir gerade da jetzt auch schon gesehen haben, eben mit der Wolkenbedeckung und den NDVI-Werten, die eventuell dann durch die Wolkenbedeckung verfälscht werden, führt uns auch schon zu den möglichen Herausforderungen, die bei der Zeitreihenanalyse eben auftreten können. Wir haben zum einen natürlich sensorbedingte Datenlücken, eben beispielsweise durch Wolkenbedeckung, wenn wir uns optische Sensoren anschauen, oder auch Schatteneffekte im Gebirge, wenn wir mit Radardaten arbeiten. Ein anderer Faktor ist natürlich auch, dass es unter Umständen mangelnde historische Daten gibt. Also wir haben das bei dem Beispiel des Meeresspiegelanstiegs gesehen, dass natürlich da Zeitreihen vorliegen, die noch sehr viel weiter zurückgehen, aber man natürlich, wenn man sich Satellitendaten anschaut, eine Begrenzung hat, einfach dadurch, dass es noch nicht so lange Satellitendaten gibt, beziehungsweise man eben darauf angewiesen ist, wie lange man zurückgehen kann, wenn man sich einen bestimmten Sensor anschaut. Wir haben es bei Landsat gesehen. Landsat geht natürlich sehr viel weiter zurück, also bis in die 1970er Jahre, sehr viel weiter zurück als Sentinel-2 beispielsweise. Ich kann natürlich verschiedene Daten versuchen zu harmonisieren. Allerdings kann es da eben auch zu Herausforderungen bei der Fusionierung von Daten unterschiedlicher Sensoren kommen. Dadurch, dass ich mir eine Zeitreihe anschaue und eben je nachdem, wie viele Aufnahmen ich in dieser Zeitreihe auch berücksichtige, sind es natürlich unter Umständen sehr, sehr große Datenmengen, wenn ich Zeitreihenanalysen betrachte. Und was natürlich auch immer eine mögliche Herausforderung bei Satellitendaten ist, je nachdem, was ich für eine Fragestellung habe und je nachdem, was für Satellitendaten ich dafür benötige, kann es eben sein, wenn ich sehr hochauflösende Satellitendaten brauche, dass das kostenpflichtige Daten sind. Dann gehen wir über zum nächsten Abschnitt. Und zwar würde ich euch jetzt gleich die Aufgabe weitergeben, eure eigene Zeitreihe zu erstellen. Und ich habe mir überlegt, dass wir dafür uns den LAVERDI zu Hilfe nehmen. Das ist der Landschaftsveränderungsdienst vom BKG, also vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, wo eben Copernicus-Daten für die automatische Ableitung von Landbedeckungsänderungen genutzt werden. Das Ganze ist ein kostenfreier Datensatz beziehungsweise auch ein Webdienst, den wir gleich ausprobieren werden, oder eine Webanwendung. Wichtig zu wissen ist, die Flächen, die da identifiziert werden, die sich eben verändert haben könnten, haben eine Mindestkartierfläche von 0,5 bis 1 Hektar je nach Landbedeckungsklasse. Also sehr kleine Veränderungen werden da natürlich nicht unbedingt erfasst.
Und es gibt inzwischen zwei Veränderungslayer, also einen Veränderungslayer, wo die Änderungen von 2018 bis 2019 drin sind und einen neueren von 2019 bis 2020. Wir haben aber tatsächlich auch mit dem Experten gesprochen, also mit Dr. Patrick Knöfel vom BKG, der für den Laverdi verantwortlich ist. Und gerne möchte ich euch jetzt einmal das Interview zeigen und Herr Knöfel wird uns ein bisschen besseren Einblick geben in den Laverdi. Laverdi ist eine kostenfreie Webanwendung des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie, des BKG, welches auf der nationalen Erdbeobachtungsplattform code.de implementiert wurde und auch dort läuft auf dieser Plattform. Und Laverdi stellt Hinweise auf Veränderungen der Landbedeckung Deutschlands bereit und nutzt hierfür Satellitendaten, genauer genommen aus Satellitendaten automatisch abgeleitete Merkmale, berechnet das für das jeweilige Referenzjahr und vergleicht dann die Merkmale dieser beiden Referenzjahre miteinander und aus der Differenz dann dieser Merkmale ergeben sich dann Veränderungspolygone, die werden dann noch gefiltert und plausibilisiert. Aber im Grunde genommen ist es der Vergleich dieser beiden Referenzjahre, der die Polygone ergibt. Und die Polygone werden dann mit einer Referenzlandbedeckung verglichen. Das ist dann das, was zu den Veränderungsflächen führt, die dann in Laverdi bereitgestellt werden. Laverdi basiert im Wesentlichen auf zwei unterschiedlichen Datensätzen. Das eine ist ein Vektordatensatz, das ist das Referenzlandbedeckungsmodell, das LBM.de, was die thematische oder die Landbedeckungsreferenz bildet. Und dann werden diese Merkmale aus Satellitendaten abgeleitet. Und diese Satellitendaten sind Copernicus-Daten, genau genommen Copernicus-Daten des Sentinel-2-Satelliten. Die Anwendung im Forstbereich, also gerade so bei Schadereignissen wie Sturmschäden durch Wind oder Borkenkäferbefall. Im eigentlichen Sinne, das sind ja, sage ich mal, Dinge, die, also im Fall vom Sturmschaden von jetzt auf gleich, natürlich die Landbedeckung verändern und natürlich auch dann das spektrale Signal, das dann in den Satellitendaten erkennbar ist. Im Fall von Borkenkäfer ist das ein bisschen schleichender, da kann man aber trotzdem, wenn man verschiedene Jahre miteinander vergleicht, die Abnahme der Vitalität, also die Grünheit oder den Verlust der Grünheit, den kann man auch erkennen. Also solche Sachen sind tatsächlich Anwendungsgebiete und gerade im Fall von diesen Sturmschäden ist es oft so, und wir hatten ja, als wir Laverdi entwickelt haben, hatten wir Anfang 2017 diesen Orkan Friederike, der zu ganz, ganz großflächigen Schäden geführt hat. Und gerade bei diesen großflächigen Schäden ist es so, dass die auch teilweise Monate später noch nicht aufgearbeitet sind. Bei kleinen Stürmen weiß meistens der Forstwirt selbst auch am besten Bescheid, wo die Schäden sind, aber gerade bei diesen Großflächen war auch oft Monate danach noch nicht klar, wo jetzt überall Schäden entstanden sind und wie groß die waren. Und da wurde halt das Potenzial von Laverdi gesehen, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, zeitnah zu den Ereignissen die Ergebnisse zu bekommen. Also sicherlich ist ein Frühjahrssturm noch nachteilig, so wie Laverdi derzeit läuft, weil man ja erst am Ende des Jahres die Ergebnisse bekommt. Aber ein Herbststurm zum Beispiel, der zu Schäden führt, da könnte man ja schon Ende des Jahres mit Ergebnissen rechnen. Und für solche Fragestellungen ist das sicherlich interessant. Das ist eben auch ein ganz, ganz schönes Projektbeispiel für ein Projekt, was auf code.de, also auf dem Datenportal oder in der Datenplattform code.de umgesetzt worden ist. Ich möchte euch jetzt ganz gerne einmal den Webviewer von Laverdi zeigen, denn die Idee ist, dass ihr gleich euch in diesem Webviewer eine Änderung sucht, also eine Fläche, die sich verändert hat laut dem Änderungslayer. Und diese Fläche werdet ihr euch dann gleich im nächsten Schritt beim Sentinel Hub anschauen, auf den Satellitendaten bzw. einen Zeitraffer dieser Fläche erstellen. Und dann kann man ganz schön bewerten, ob diese
Veränderungen, die der Laverde eben detektiert hat, tatsächlich auch in Sentinel-Daten oder in den Satellitendaten zu erkennen ist. Das heißt, wenn ihr gleich, also wie gesagt, jetzt gerade erstmal nur zugucken, aber wenn ihr gleich auf den Link geht, dann kommt ihr erstmal auf die Startseite des Laverde und müsst einmal ein bisschen runterscrollen, um die Webanwendung dann tatsächlich zu starten. Dazu müsst ihr einmal die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung bestätigen und könnt dann eben auf Start der Anwendung gehen. Und ihr seht hier oben schon, dass ihr keine eigenen Anmeldedaten habt, sondern die folgenden Zugangsdaten nutzen könnt. Dann geht ihr auf Start der Anwendung, könnt da die Zugangsdaten eingeben und euch dann in den Webviewer einloggen. Und dann kommen wir eben in die Webanwendung. Ihr könnt auch wie in den meisten Datenportalen auch in dieser Webanwendung nach einem Kreis oder nach einer Verwaltung suchen oder euch eben in der Karte orientieren und euch durch Rein- und Rauszoomen zu eurem Untersuchungsgebiet führen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich in die Nähe vom oder in den Arnsberger Wald gehen möchte, weil ich weiß, dass da auf jeden Fall auch einige Flächen verloren gegangen sind in den letzten Jahren durch einen Borkenkäferbefall. Und jetzt, wo wir ein bisschen näher an der Karte sind, sehen wir auch schon, dass sich jetzt der Änderungslayer aufgebaut hat. Das heißt, diese Flächen, die ihr jetzt in Rot und Schwarz hier erkennen könnt, das sind die Flächen, die der Laverde als Veränderungsfläche detektiert. Ich gehe jetzt mal hier in diesen Bereich oder zoome da noch ein bisschen rein, weil da relativ viel Veränderung anscheinend stattgefunden hat. Und ihr seht jetzt schon, je nachdem, was für einen Kartenausschnitt ich habe, zeigt mir der Laverde hier links eine Liste an mit den Flächen oder mit den Veränderungen, die jetzt hier auf meinem Kartenausschnitt zu sehen sind. Ihr könnt aber auch, wenn ihr euch für eine gewisse Fläche interessiert, in der Icon-Liste, also hier auf der rechten Seite das Icon Info anklicken mit dem i und euch eine bestimmte Fläche raussuchen, die ihr anklickt. Dann wird sich gleich hier links in dem Feld die Infos für diese Fläche aufbauen. Dauert leider immer wieder ein bisschen, bis er die ganze Karte geladen hat. Ihr werdet dann aber gleich erkennen, was der Laverde da für eine Veränderung detektiert hat. Ich probiere es nochmal aus, ich drücke nochmal drauf. Genau, jetzt sehen wir es. Also jetzt hier ist hier in dem linken Feld eben für meine Fläche, die hier, das ist diese mittige, etwas größere rote Fläche, die ich angeklickt habe. Da hat der Laverde eben einen Baumverlust detektiert von circa 10 Hektar. Allerdings eine Veränderungswahrscheinlichkeit als niedrig eingestuft. Das liegt einfach eben daran, dass der Laverde natürlich auf Statistik beruht und dann immer einen Schwellenwert hat, nachdem sich eben diese Veränderungswahrscheinlichkeit richtet. In dem Fall ist sie jetzt als niedrig angegeben, aber dadurch, dass da so viele kleinere Flächen auf einem Fleck sind, die als Veränderung detektiert werden, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es da richtig identifiziert worden ist. Ihr könnt darüber tatsächlich auch filtern, nach Landbedeckungsklasse als Filter oder den Zeitraum wählen. Ich würde euch empfehlen, jetzt für die Aufgabe tatsächlich einfach mal auf eine Fläche zu zoomen oder in eine Fläche zu gehen, wo ihr eine Veränderung vielleicht schon erwartet, weil ihr wisst, dass sich da auf jeden Fall was verändert hat, oder ihr zoomt einfach mal irgendwo rein und guckt, was es so gibt, weil, wie gesagt, der Sinn gleich dahinter wird sein, dass wir uns einen Zeitraffer im Sentinel Hub auf Sentinel 2 Daten beruhen, generieren möchten, und da werdet ihr dann erkennen, ob der Laverde eine Veränderung tatsächlich detektiert hat, die auch stattgefunden hat, oder ob es dann eine Fehlidentifizierung war. Also lasst euch nicht unbedingt verunsichern von der Veränderungswahrscheinlichkeit. Was man auf jeden Fall schon mal machen kann in der Webanwendung, ist, wenn ihr wieder oben rechts bei den Icons, gibt es auch den Icon Layer. Wenn ihr da reinklickt, seht ihr die verschiedenen Layer, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Also zum einen habe ich die zwei Änderungslayer, also 2019, 2020 und den Änderungslayer 2018 und 2019. Und ich kann, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, habe ich auch hier innerhalb dieser Webanwendung drei Sentinel-2-Mosaike von 2018, 2019 und 2020. Und wenn ich mir jetzt mal das Mosaik für 2018 reinlade und dann gleich das von 2019 drüber lege, erkenne ich wahrscheinlich auch schon die ersten Änderungen. Also das sind ja hier diese roten Flächen, die er identifiziert hat als Veränderung in diesem Zeitraum. Und wenn ich jetzt das Mosaik von 2019 drüber lege, erkenne ich auch schon ganz klar, dass sich die Flächen auf jeden Fall verändert haben.
Jetzt kann ich das Ganze auch nochmal für 2020 machen. Und auch hier erkenne ich, dass jetzt auf jeden Fall in einigen Flächen eine Veränderung stattgefunden hat. Also das kann der erste kurze Schritt sein, zu gucken, ob sich da tatsächlich was verändert hat oder nicht. Aber wie gesagt, wir werden uns das Ganze gleich auch nochmal als Zeitraffer anschauen. Und ihr könnt euch jetzt gleich erstmal im Laverdi Webviewer eine Fläche raussuchen, die ihr gleich genauer betrachten möchtet. Dann möchte ich euch gerne noch zwei Hinweise geben für den Laverdi. Nur falls ihr da noch mal etwas genauer euch mit beschäftigen möchtet, oben findet ihr noch das Fragezeichen. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr eine Art FAQ. Also wenn euch noch irgendwelche Fragen zum Laverdi einfallen, viele sind hier tatsächlich auch schon beantwortet. Und noch der Hinweis, daneben findet ihr den Button für den Download. Und wenn ihr da drauf geht, habt ihr eben die Auswahl aus den zwei Änderungslayern. Also ihr könnt den von 2018 bis 2019 oder den neueren von 2019 bis 2020 auch als Shape-File herunterladen. Also wenn ihr das weiterverwenden wollt oder weiter damit arbeiten wollt, könnt ihr euch den Datensatz eben auch herunterladen. Ja, damit würde ich die Aufgabe an euch weitergeben, euch einmal so ein bisschen im Laverdi auszuprobieren und euch eine Fläche zu suchen, die sich verändert hat, die ihr gleich mit Sentinel-2-Daten etwas näher betrachten möchtet. Falls ihr jetzt nicht konkret schon eine Idee im Kopf habt von der Fläche, wo ihr auf jeden Fall wisst, da hat sich was verändert, haben wir hier drei Inspirationen oder drei Tipps. Ich hatte euch ja zu Anfang auch schon die Tesla Gigafactory gezeigt, also ein Bebauungsbeispiel. Und das sieht man eben auch sehr, sehr schön im Laverdi Webviewer. Also hier wird auf jeden Fall diese Fläche, die sich verändert hat, gut erkannt. Dann in der Nähe von Strausberg wird gerade eine Pipeline gebaut. Auch die ist im Laverdi sehr schön zu erkennen als lange Veränderungsstruktur. Und natürlich, so wie das auch in meinem Beispiel gerade war, sieht man tatsächlich sehr gut das, was Herr Knöfel eben auch gesagt hat. Im Bereich Forst ist der Laverdi eben sehr gut anzuwenden, weil man die Waldverluste beispielsweise auch sehr gut erkennen kann. Ich blende euch so lange nochmal eine Folie ein mit den Schritten, die ihr auf jeden Fall anklicken sollte, damit ihr gleich eine Fläche findet und auch nochmal vier Beispielregionen, falls euch jetzt spontan nichts einfällt. Ich würde jetzt euch einmal zeigen, wie ihr einen Zeitraffer im IO-Browser vom Sentinel Hub erstellen könnt. Dafür gehe ich nochmal auf das Gebiet, was ich gerade mir ausgesucht habe im Laverdi. Also ich hatte ja in der Nähe von Arnsberg im Arnsberger Wald ein Gebiet, und zoome mich jetzt über dieses Gebiet. Als allererstes ist es wichtig, dass wir uns im Sentinel Hub einloggen. Denn tatsächlich kann ich die Zeitrafferfunktion nur nutzen, wenn ich eingeloggt bin. Wenn ihr euch über code.de anmelden möchtet, ist es wichtig, dass ihr hier unten über Sign in with auf code.de geht und euch dann über eure code.de Anmeldedaten einloggt oder direkt über Sentinel Hub. Ich habe mir meine Sentinel Hub Daten hier schon reingespeichert. Jetzt sehen wir auch gleich, können wir die Zeitrafferfunktion nutzen. Aber vorher müssen wir uns natürlich ein Sentinel-2-Bild anzeigen lassen. Das heißt, ich suche nochmal ein Sentinel-2-Bild. Soll nicht ganz so bewölkt sein. Dadurch, dass es jetzt die letzte Zeit natürlich sehr bewölkt war, gehe ich mal lieber zurück bis zum September, damit ich auf jeden Fall was finde. Das ist jetzt erstmal aber auch nicht so relevant, weil tatsächlich wir nochmal gleich eine neue Auswahl treffen werden für unser Zeitraffer, also was unser Zeitraffer genau betrifft. Ich sehe auf jeden Fall, dass mir einige Bilder angezeigt werden. Wie gesagt, ich lasse mir jetzt erstmal eins anzeigen, damit ich mich auch so ein bisschen orientieren kann und schon mal gucken kann, wie das aussieht. Die genaue Auswahl der Daten, die wir für unser Zeitraffer-GIF einbeziehen möchten, die werden wir gleich auch nochmal treffen. Ich sehe allerdings schon jetzt zum Beispiel hier auf meiner Aufnahme, dass die relativ dunkel ist. Das heißt vielleicht als kurzer Tipp oder Hinweis, ihr könnt über diesen Schieberegler-Icon den Kontrast und die Helligkeit auch nochmal anpassen. Also ich passe das jetzt nochmal so ein bisschen an, damit meine Aufnahme vielleicht ein bisschen heller wird und ich ein bisschen mehr erkennen kann. Also ich erkenne auf jeden Fall schon ein bisschen mehr und es ist ein bisschen heller als gerade. Also das vielleicht als Tipp, denn das wird jetzt gleich für die ganze Zeitreihe berücksichtigt. Um jetzt zur Zeitrafferfunktion zu kommen, habt ihr dieses Icon mit dem Filmsymbol. Und wenn ihr da reinklickt, erscheint auf eurer Kartenansicht ein blauer Kasten. Und den schiebt ihr jetzt, oder ihr schiebt eure Karte so, dass der blaue Kasten eben über dem Gebiet liegt, was ihr in eurem Zeitraffer-GIF
berücksichtigen wollt. Also ich möchte mir vor allem die Waldfläche angucken. Das heißt, ich gehe so ein bisschen so, dass ich die Waldfläche gut zentral drin habe. Ihr könnt natürlich auch rein und rauszoomen und euch eben so dann die Fläche markieren, die ihr betrachten möchtet. Um jetzt die Daten auszuwählen, klickt ihr hier in das Play-Symbol rein und dann kommt ihr in die Einstellungen für das Zeitraffer. Und hier kann ich jetzt gleich die Auswahl treffen, nämlich zum einen, in welchem Zeitraum ich meinen Zeitraffer generieren möchte. Also ich möchte ja jetzt einen möglichst langen Zeitraum. Das heißt, ich gehe zurück so weit es geht, also bis in den Oktober 2016 bis heute. Also das ist, wie gesagt, mein Zeitraum, in dem ich Bilder suchen möchte. Dann muss ich auswählen, wie viele Bilder ich quasi haben möchte. Und ich jetzt in meinem Beispiel, was den Waldverlust angeht, da reichen mir jährliche Daten. Das heißt, ich möchte gerne ein Bild pro Jahr und das aber so weit zurückgehend wie möglich. Was ich noch eingrenzen kann, ist die Wolkenbedeckung. Die schiebe ich jetzt auch mal ein bisschen runter, so auf 20-30%. Und kann jetzt auf Suchen gehen. Und dann sucht mir der Sentinel Hub eben Bilder für meine Auswahl. Also von 2016 bis 2021 ein Bild pro Jahr, was eben geringere Wolkenbedeckung als 29% hat. Das sollte jetzt auch ganz gut funktionieren, weil ich ja einen langen Zeitraum gewählt habe. Was ich jetzt allerdings vergessen habe und noch nicht gemacht habe und euch gerne zeigen möchte, ist, wenn ich den Zeitraum wähle, kann ich natürlich auch nach Monaten filtern. Das heißt, wenn ich jetzt auch ein Untersuchungsgebiet habe, in meinem Fall möchte ich jetzt gerne Bilder im Sommer haben, also wähle ich nur Juni und Juli aus. Jetzt muss ich natürlich nochmal auf Suche gehen, damit der meine Auswahl auch berücksichtigt. Und jetzt sucht er mir eben für diesen Zeitraum von 2016 bis heute nur Aufnahmen raus aus dem Juni und aus dem Juli. Und jetzt kann ich mir hier in dieser Liste eben schon mal anschauen, welche Bilder er mir da rausgesucht hat. Die sehen soweit alle ganz gut aus. Wenn es da tatsächlich ein Bild gibt, was ihr nicht in eurem Zeitraffer drin haben möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach hier durch Wegklicken dieses Häkchens aus eurem Zeitraffer ausschließen. Das möchte ich aber nicht, weil das sah tatsächlich ja ganz gut aus. Und wenn ich jetzt zufrieden bin mit meiner Auswahl, kann ich hier eben über das Play-Symbol meinen Zeitraffer schon mal abspielen. Und da sieht man jetzt von 2017 bis heute auf jeden Fall eine sehr starke Veränderung. Also man sieht eben den Verlust der Waldflächen auf den Satellitenbildern sehr, sehr gut. Wenn ihr dann zufrieden seid mit eurem Zeitraffer-GIF und das Ganze auch runterladen möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr hier eben auf Download klickt und euch dann die Datei abspeichert als GIF. So funktioniert das mit dem Zeitraffer. Auch hier habe ich euch nochmal auf eine Folie die wichtigsten Punkte zusammengetragen und würde euch jetzt einfach bitten, dass ihr für eure Fläche, die ihr jetzt gerade im Laverdi rausgesucht habt, euch einmal einen Zeitraffer erstellt im Sentinel Hub EO Browser, um zu gucken, ob man da tatsächlich eine Veränderung sieht. Ihr habt ja bestimmt alle sehr unterschiedliche Regionen ausgesucht, also können wir gerne noch ein, zwei Beispiele uns anschauen gemeinsam. Das erkennt man ja aber auch echt schon sehr deutlich. Und genau das, da sieht man eben, dass es sich manchmal auch lohnt, wenn man eben erstmal so einen großen Blick hat und über Jahre schaut, dass es dann eben sich unter Umständen auch lohnt, wenn man das ein bisschen genauer mal betrachtet und sich das Zeitraffer pro Monat beispielsweise anzeigen lässt. Ja, dann kann es noch nicht in dem neuen Änderungslayer drin sein. Der geht ja nur, also es sind ja nur die Veränderungen von 2019 bis 2020. Der neue soll tatsächlich auch bald folgen. Wie gesagt, es kann natürlich auch ein Ergebnis sein, dass man keine Veränderung sieht. Auch das ist ein Ergebnis und zeigt eben auch, dass natürlich nicht alle Flächen, die im Laverdi angezeigt werden, unbedingt sich verändert haben müssen. Tatsächlich kann der natürlich auch, dadurch, dass es eben auf Statistiken beruht und eben durch die Veränderung des NDVI-Wertes berechnet wird, sich natürlich auch mal täuschen beziehungsweise mal eine Fläche angezeigt werden, die sich tatsächlich nicht verändert hat. Wir sind jetzt mit dem Wissensbaustein 1 durch und können dann gleich in Wissensbaustein 2 starten.